98 Gaming ist am Start, heute mit einem weiteren Video für euch. Heute testen wir den neuen Honda Civic. So, ich habe den Wagen schon bestellt. Ich zeige euch aber einmal ganz kurz, wie der Wagen genau heißt und zu welchem Preis ihr den Wagen kaufen könnt. Dazu geht ihr einfach auf Southern San Andreas Super Autos. Und dann haben wir den Wagen genau hier. Das ist das gute Stück. Der Wagen kostet regulär 580.000 GTA-Dollar. Wenn ihr aber die dazugehörige Mission oder den Job macht, kriegt ihr den Wagen für 435.000 GTA-Dollar. So, was steht hier drin? Billige Rahmen, Princess Robot, Bubblegum, Tentakelpornos. Falls Sie Ihre jugendliche Liebe für die japanische Kultur in Form eines Wagens zum Ausdruck bringen wollen, werden Sie hier fündig. Klar, die potthässlichen geraden Linien und die Stoßstange, die aussieht wie ein Kantinentablett, werden Ihr Date dazu bringen, sofort die Flucht zu ergreifen. Aber unter diesem abstoßenden Äußeren schlummert ein Auto, das sich beweisen kann, selbst wenn Sie und Ihre gleichfalls verblendeten Kameraden die einzigen sind, die es so sehen werden. Der Dinka Blister Canyo, ein feuchter Traum für jeden Palmwähler. Ja, das ist ja schon mal eine Ansage. So, Fahrzeugwerte. Wir gucken uns mal an. Tempo, Beschleunigung, Bremsleistung, Traktion. Also, ich sag mal, wir können den Wagen ja noch tunen, aber die Bremsleistung, ich glaube, da hat jeder Einkaufswagen von Aldi mehr Bremsleistung. Aber wir gucken uns das in Ruhe mal an. So, wie gesagt, für die ihn schnell haben wollen, 580.000 GTA-Dollar. Der Wagen ist halt ein, in Real Life ist das ein alter Honda Civic. Die Honda Civics wurden der erste Honda Civic wurde, ich glaube, 1972 auf den Markt gebracht und hat, glaube ich, mittlerweile schon die 10. Generation erreicht. Die Generation, die wir jetzt kaufen, ist, ich glaube, die 5. Generation und die gibt es seit 1991. Die wurden gebaut bis 1995 oder 1996. Da gab es dann damals auch mehrere Motorvarianten. Unter anderem gab es den, ich glaube, VTEC mit 160 PS. Das war für damalige Verhältnisse natürlich schon eine Rakete. Und ja, jetzt gucken wir uns den Wagen mal an. Moment, ich gehe mal raus. So, da vorne steht schon der alte gute Hobel, hier in schwarz. Voilà. So, ich werde jetzt gleich nochmal kurz ein Bild einblenden, dann könnt ihr sehen, wie der in Real Life aussieht. Aber die haben den schon relativ gut getroffen, sage ich jetzt mal. Jetzt fahren wir mal kurz eine Runde modifizieren. Bin echt mal gespannt, was man so draus zaubern kann, weil ich glaube, den kann man halt richtig, richtig runterschrauben. Panzerung lasse ich auf jeden Fall weg. Bremse habe ich schon gerade ausgerüstet. Ansonsten habe ich noch nichts gemacht. Den Rest machen wir jetzt zusammen. Stoßstangen. Frontstoßstange. Da gibt es 13 verschiedene Varianten. Ich guck mal, da gibt es bestimmt die ein oder andere übertriebene. So, Halbsplitter ist noch, fängt noch harmlos an. Vollsplitter. Okay, dann haben wir hier so eine Stickerbomb. Straßenstoßstange. Trackstoßstange. Okay, und jetzt geht langsam los. Hier hat, glaube ich, einer ein paar Löcher zu viel gebohrt. Der wollte, glaube ich, so eine Parkfahrwarner Anlage verbauen. Ich finde, das sieht natürlich ein bisschen blöd aus. Aber ist natürlich Geschmackssache. Jeder kann für sich entscheiden, was er da montiert oder wie er tunt. Mir gefällt es jetzt hier nicht mit den ganzen Löchern. Dann mit den Flaps ist jetzt auch nicht so meine Welt. Und da braucht man, glaube ich, dann schon die erste eigene Landebahn. Da sieht schon aus wie so ein Flugzeug. Das ist noch ein bisschen schlimmer hier. Und jetzt hier ist richtig volle Pulle Access. Und da ist ganz vorbei. Also das ist nichts für mich. Ich gucke nochmal hier rein. Dann würde ich fast behaupten, dass ich... Ich glaube, ich nehme die hier. Straßen oder... Ich nehme Vollsplitter. Ja, ich bleibe mal beim Vollsplitter. Kostet 7030 GTA-Dollar.
Guck mal bei der Heckstoßstange. Da gibt es 14 Varianten. Mit Rand, da haben wir dann so einen kleinen Penisring noch drin. U-Bahn-Ring. Der Ring ist wahrscheinlich für die Leute, die hinterher, wenn ihr den voll getunt habt, wenn die den richtig abfeiern, dann können die ihren kleinen How many times do I have to stay Schnullermann alive? da reinhalten. So. Ja gut, das sieht alles aus wie ja, gewollt und nicht gekonnt. Ja, Katastrophe. Ja, keine Ahnung, was man da nehmen soll. Ich glaube, ich nehme U-Bahn-Ring. Serie. Dann würde ich fast sagen, Stoßstange mit Rand. Der Rest ist alles so ein bisschen Hardcore hier. Ist nicht so meine Welt. Nee, lassen wir so. Jetzt gucken wir mal bei den Türen. Was kann man denn da so machen? Windabweiser. Carbon-Windabweiser. Und Making ein decisions is stressful. Fensternetz. Okay. Gefällt mir jetzt auch nicht so. Ich glaube, die Windabweiser, die mache ich mal drauf. Kann man I've got hinterher, that in falls es stock for einem nicht you. gefällt, kann man die hinterher immer noch entsorgen. Motor. Da gibt es halt nur eine Option. EMS. Verbesserung 4. Ich glaube, da gibt es keinen, der sagt, ach, mir reicht Nummer 2. Also da werden wahrscheinlich alle die Nummer 4 wählen. Auspuff. Jetzt gibt wahrscheinlich Riesenrohre hier. Do you need a Chrom. drink? Bubbles or Okay. something? Ich finde das blöd. Also der Durchmesser jetzt von dem Rohr ist ganz okay. Hält sich in Grenzen, aber ich finde, der hängt so ein bisschen weit raus. Das gefällt mir gar nicht. Die hängen alle so weit raus. Ich bleibe mal so ein bisschen dezenter. Ich nehme den Chrom-Tuner-Auspuff. Okay, die Kirche erstmal nochmal im Dorf lassen hier. Kotflügel, jetzt wird spannend. Sticker, okay. Mit Lüftung. Habt ihr so eine kleine, ja, Lüftung oder so eine Hutze da drin? Carbon und Straße, Track. Carbon Track Rennen. Okay, dann ist das Ding auf jeden Fall schon mal, wenn man hinten No mal auf das rush now. Seitenteil guckt. So ist Carbon und Track. Und so ist das Ding schon mal ein bisschen breiter. Okay, das hat aber dann so ein Gitter da drin. Das finde ich jetzt nicht so geil. Und das wäre es dann auch schon wieder gewesen. Ich guck mal, was nehmen wir denn da? Straße. Whatever you desire. Technology and budget permitting. Okay. Track. Ich glaube, ich nehme Track. So, dann bleibe ich erstmal dabei. Kotflügel, Track. Your Okay. cosmetics are on point. So, Kühlergrill. Dödöt. So, so ist Serie. Kühlerrahmen, Primärkühler ohne Emblem. Da sieht man dann den Ladeluftkühler. Dann nochmal mit der Aufschrift. Okay, das war's schon. If you Ich can think glaube, it, ich nehme I can do it. den Kühlergrill ohne Emblem. Wobei, das geht auch noch. Ich finde, so ist ganz cool mit dem inneren Rahmen in der Primärfarbe. Ich lasse aber erstmal ohne Emblem. Looks almost as good as you. Scheinwerfer. Oh, da kann man. Oh. Soweit ich weiß, gibt es halt jetzt zum ersten Mal, dass man die Scheinwerfergläser irgendwie färben kann. Finde ich richtig geil. Könnte man eigentlich auch bei mehreren Autos gebrauchen. Aber so ist halt nun mal leider bei Rockstar. Die machen manchmal Sachen, wo keiner weiß, warum. Okay, da ist ja nur eine Seite, da ist das so. Think long and hard. Ich glaube, ich mache das mal so. So ein Schutz in Primärfarbe. Finde ich schon mal richtig geil. Motorhaube. Da gibt es 16 Varianten bei den Motorhauben. Gibt es so ein sogenanntes Haubenbra. Falls irgendwelche Leute das nicht kennen oder wissen, wofür das sein soll. Also in Real Life dient das dazu, wenn ihr, Life ich is sag hard mal, when you can have
so nobel getunte Autos habt oder frisch lackierte und ihr fahrt dann über der Autobahn, dann dient das dazu, dass man keine Steinschläge bekommt, beziehungsweise dass die dann abprallen. Weil die meisten Steinschläge hat man dann im meisten Fall dann auch in dem Bereich. So. Motorhaube, Sekundärfarbe, Stickerbomb. Da kann man hier nochmal so auf, ja, auf Rostmodus machen. Carbon. Erhöhte Motorhaube. Okay. Irgendwie, ich finde das ein bisschen blöd, weil dann, wenn ihr genau guckt zwischen der Haube und dem Kotflügel, ist so ein Spalt. Das gefällt mir jetzt nicht so. Straßenmotorhaube. Oh, das sieht schon ein bisschen kernig aus hier. Große Turbomotorhaube. Ich glaube, das ist erstmal so ein bisschen übertrieben, aber ich finde es richtig geil, so einen fetten Turbo da drauf zu haben. So einen dicken Föhn. Ich nehme das erstmal, aber alternativ, wenn ich jetzt das nicht gewählt hätte, dann würde ich, glaube ich, wahrscheinlich eine normale Motorhaube nehmen. Aber ich lasse das erstmal so, nur mal zum Gucken gleich. Hupe ist mir eigentlich egal. Lichter. Scheinwerfer, Xenon. Auch wahrscheinlich, wenn die jetzt nicht mehr funktionieren, die Scheinwerfer, weil wir diesen Schutz darüber haben, bin ich auch gleich mal gespannt. Ja, Neon muss ich nicht haben. Design. Da gibt es 13 Designs. Straßensticker. Okay, da haben wir dann mal ein paar, ich sag mal, Teilehersteller, die wir dann auf der Seite stehen haben. Okay, Rost. Da ist. Okay. Nee, ich brauche kein Design. Also, ich finde halt cool, wenn alles in schwarz ist. Nummernschild. Da gibt es natürlich nur das eine und das wahre. Craft 90. Zack. So, Lackierung lassen wir so. Können einmal kurz durchgehen, ob da vielleicht doch noch irgendwas ist, was ganz cool ist. Weil eigentlich, ich finde den so in ganz schwarz schon ganz geil. Aber hier könnt ihr halt nochmal sehen, wie die Farben so auf dem Auto wirken. Whatever you desire. Technology and budget permitting. Mit dem Turbo finde ich irgendwie schon richtig geil. Das ist schon ein bisschen übertrieben, aber ich finde halt Turbo leider cool. So. Schwarz. Carbon-Schwarz oder Graphit. Ich nehme Carbon-Schwarz. Und Sekundärfarbe machen wir einfach auch mal Carbon-Schwarz. Und jetzt kommen wir gleich. Oh, Überrollkäfig kann man auch noch auswählen. Halber Straßenkäfig. Halber Trackkäfig. Kompletter Überrollkäfig gepolstert. Okay, ich nehme den kompletten. Zack. So, Dach. Okay. Falls ihr mal im Urlaub fahren wollt, könnt ihr euch so eine Dachbox noch drauf knallen. Oder ein paar Ersatzreifen mitnehmen. Naja gut, ich lasse serienmäßiges Dach in dem Fall. Seitenverkleidungen. Okay, Primär, Sekundär, Sticker, Straße. In dem Fall nehme ich Straße. Ich lasse mal Straße. Spoiler. Jetzt wird wieder wild. Da gibt es bestimmt wieder so eine Pommes-Theke vom Allergemeinsten. Oje, was ist das denn? Erhöhter Flügel. Rennflügel. Hier wieder so ein Strommast. Ganz ehrlich, gefällt mir gar nicht. Ich mache das mal hier in Primärfarbe. Sonnenblenden.
Das heißt, wir haben vorne so einen Keil drin, das finde ich ganz cool. There it is. Federung. Jetzt wird spannend. Boah, Leute, jetzt guckt euch das mal an. Das sieht ja schon aus wie Airride. Wir machen mal in Slow-Mo hier. Und dann nochmal Boom. Da haben die richtig Sturz, die Räder. So wie bei diesem Corsa. Diesem Corsa C, den man auch hier kaufen kann. Ich finde das ja schon geil irgendwie, ne? Ich weiß auch nicht, wenn Rockstar doch irgendwie gemerkt hat, dass die meisten Leute mit diesem, ich sag mal, mit diesem Waffenglitch, wo man die Autos tiefer legen kann, wenn die doch alle wollen oder viele wollen, dass die Autos noch tiefer sind, warum reagiert denn Rockstar nicht und sagt, so wie bei dem jetzt, dass man die Autos halt so tief machen kann, wie man Bock hat? Ich verstehe das nicht. Bin echt mal gespannt, ob die in GTA 6 da irgendwas ändern. Also in dem Fall nehme ich das hier. Und jetzt bin ich mal gespannt, gleich auf Felgen. Kofferraum. Okay. Ja. In dem Fall würde ich jetzt sogar mal vielleicht doch Carbon nehmen, aber nee, ich lasse alles normal schwarz. So, Turbo. Wenn wir schon so einen dicken Turbo aus der Haube haben, oder wenn schon so ein dicker Turbo aus der Haube guckt, dann müssen wir natürlich auch einen Turbo ausrüsten. Und jetzt gucken wir mal bei Reifen und Räder. Jetzt wird spannend. Ich erstmal einmal kurz bei Luxus. Ich finde die schon ganz geil. Also die passen, finde ich schon ganz cool, also ganz gut dazu. Das ist immer schwierig. Felgen ist immer schwierig. Ich gucke jetzt aber mal mehrere durch, weil meistens gehe ich mal nur auf Luxus oder Sport. Jetzt gucke ich mal einfach alle durch. Kommt natürlich mal drauf an. Grundsätzlich ist es immer so, Felgen machen Autos. Da kann man schon richtig viel mit machen. Und dann kommt es natürlich noch drauf an, auf ja, die Farbe vom Auto und die Farbe der Felge. Gut, das war jetzt natürlich nichts. Muzzle Car. If you can think it, I can do it. Okay. Okay, Gelände brauche ich jetzt nicht gucken. Sport. Jetzt bin ich mal gespannt. Die finde ich gehen immer. Also gerade bei so Honda oder sowas. Die sind schon ganz gut. Die gibt es, glaube ich, aber noch ein bisschen breiter. Ich gucke mal, ob ich die irgendwo finde. Finde ich auch okay. Die hier. Die Ground Ride. Life is hard when you can have anything. Okay, ja, die haben diesen Chrom-Nabendeckel. Den finde ich jetzt nicht so geil. Haben die anderen das auch? Habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Okay, die haben das nicht. Ich glaube, die würde ich gleich mal nehmen. Beziehungsweise ich wähle die jetzt schon mal aus. Guck dann aber nochmal kurz weiter. SUV oder Tuner. Gehen wir auf Tuner. Ah, die sind also klein. Sieht blöd aus. Ich glaube, die sind ganz cool. Jetzt gucken wir mal eben wegen der Farbe. Ich finde, das sieht schon geil aus. Kann man auf jeden Fall mal machen. Making decisions is stressful. So. Auch Carbon-Schwarz. Wobei, Normal-Schwarz in dem Fall. Steinsilber. Auch gut. Gucke ich noch mal eben kurz was nach hier. Auch cool. Strohbraun. Dunkles Kupfer. Do you need a drink? Bubbles or something? Ich
glaube, ich lasse mal in dem Fall Gold. Also in echt würde ich natürlich nicht mit goldenen Felgen rumfahren. Aber ich finde, das Gold, was hier Gold heißt, wiegt jetzt nicht so goldmäßig. Deswegen ganz cool. Die Farbe gefällt mir eigentlich auch noch. Oder halt dunkles Kupfer. Kann ich mich jetzt gerade aktuell nicht entscheiden. Ich lasse das mal so erstmal. Fenster. No rush at all. Ich nehme helles Rauchglas, oder? Ich nehme dunkles Rauchglas. Looks almost as good as you. Okay, dann sind wir erstmal soweit durch. Jetzt fahre ich einmal kurz raus und I'm dann gucken always wir uns den here. Wagen nochmal genauer an. Also der knallt schon so tief wie der ist. Sieht schon richtig cool aus. Wie gesagt, ich komme da nicht drauf klar, dass Rockstar nicht alle Leute irgendwie selber entscheiden lässt, wie tief man so ein Auto macht oder tunt. Bei manchen Autos kann man das machen, bei manchen nicht. Irgendwie blöd. Jetzt guckt euch mal den fetten Turbo da drauf an. Finde ich richtig geil. Okay, also Licht geht vorne nicht, nur hinten. Liegt halt jetzt daran, dass man diesen Schutz darüber hat. Aber finde ich halt auch geil. Jetzt guck mal den Sturz. Ja, der Wagen, der schiebt jetzt, wenn er so tief ist, der schiebt schon richtig über die Vorderachse. Obwohl ich noch gar nicht viel gefahren bin, merkt man das schon. Der Turbo hört sich richtig geil an. So muss sich so ein Ding anhören. Ja, ich finde, der ist jetzt nicht mega schnell oder so, aber ist halt so ein cooles Tuning-Auto auf jeden Fall. So, stellen wir den mal hier auf der Pole Position. Und dann riskieren wir nochmal eben einen Blick. Oh. Fast nie hochgekommen. So, das ist das gute Stück. Ich finde den schon ganz cool. Also für so ein Tuning-Treffen oder so, mega Auto. Kommt natürlich immer auf das Thema an. Wenn es freie Treffen ist oder so, kann man gerne auch mal mit so einem Auto kommen. Finde ich richtig geil. Mir gefällt halt, dass man das Auto richtig an der Erde schrauben kann. Oh, passt auf, du Penner. So. Ja, Leute, das war's erstmal. Wenn ihr den Wagen auch gekauft habt oder irgendeine Meinung zu dem Auto habt, könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten bin ich erstmal raus. Bleibt sauber. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.